Ein Mord in einem verschlossenen Raum und der Verdächtige heißt Kaito Kid. Das lassen sich Kaito Kid und Conan natürlich nicht nehmen und arbeiten zusammen, um diesen Verdacht zu vernichten. Nichtsdestotrotz hängt Takuba an ihren Fersen und entlarvt nicht nur Shinichi als nicht Shinichi, sondern vielleicht auch noch Conans wahre Identität. Das alles wie immer für euch hier nach dem Intro. Viel Spaß! Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Podcast hier auf diesem Kanal. Nicht nur ich, sondern auch noch Conan im Hintergrund. Also, wir haben viel vor uns und ich kann schon mal vorwegnehmen, es könnte einer der großartigsten Fälle in ganz Detektiv Conan werden, wenn nicht dieser typische 0815 Gosho Aoyama Moment kommt. Worum handelt es sich hierbei? Erstmal sind wir hier in den Spoilern zum neuesten Kapitel 1120, welches bald erscheint. 1119 hat ja quasi den neuen Fall, in dem wir uns jetzt befinden, eingeleitet. Wir hatten ja extrem viele Wochen Pause, wo nichts passiert ist. Nicht nur, dass wir hier in diesem Fall Hakuba haben, der seit 17 Jahren keinen Auftritt mehr in Detective Conan hatte. Natürlich hat er ein paar Auftritte, unter anderem auch in Magic Kaito, da ist er ja quasi ein Hauptprotagonist, aber trotzdem 17 Jahre und nicht nur Hakuba, sondern auch noch Shinichi. Für alle Leute, die nicht wissen, worum es in Kapitel 1119 geht, checkt das unbedingt ab, holt es euch auf Amazon Weekly, Link dazu ist unten in der Beschreibung. Kurze Zusammenfassung, Kaito Kid möchte wieder was klauen. Und Sonokos Jirokichi, ja quasi der Verwandte, hat natürlich immer etwas, was er quasi verteidigen will, was er beschützen will. Meistens ist es irgendeine Kostbarkeit, wie auch in diesem Falle. Und diesmal hat er sich eine ganz besondere Vorrichtung einfallen lassen, ja. Unter anderem sind wir hier in einem Raum und es sind Luftbefeuchter. Und diese Luftbefeuchter sind quasi so eingestellt, dass es extrem feucht wird innerhalb kürzester Zeit. Und Kid benutzt hier oft Masken, um sich zu verstecken, um sich zu verkleiden. Deshalb gab es ja immer diesen Test, wo man quasi auch immer an den Gesichtern gezogen hat, unter anderem eingeführt von Nakamori, ja, um zu gucken, dass du nicht Kaito Kid bist. Und diesmal geht es halt um Luftbefeuchter. Das heißt, Kaito Kid kann sich so nicht verkleiden. Er ist quasi in dem Raum, wo etwas geklaut werden soll. Alles geht los, der Nebel beginnt, Conan ist der Erste, der da ist. Und was sieht er? Er sieht Kaito Kid, ja, und eine Leiche. Die Frage ist, wie kommt die Leiche in den Raum? Natürlich wissen wir alle, dass Kaito Kid nicht der Mörder ist, aber sie müssen sich natürlich schnell was einfallen lassen, denn die einzigen Leute, die dort sind, sind die Leiche, Kaito Kid und Conan Edogawa. Und Conan Edogawa ist erst dazugestoßen, also wird man Kaito Kid zu 100% für den Mörder halten, aber Conan weiß natürlich, dass Kaito Kid nicht der Mörder ist. Also müssen sie innerhalb kürzester Zeit eine Lösung finden, um, ich sag mal, das Problem zu denyen. Zum allem Überfluss kommt dann endlich Hakuba, um natürlich hier so ein bisschen Würze reinzubringen. Das ist passiert 1119. Alle sind dann zugerannt, haben auf den Überwachungskameras gesehen, wie nicht Kaito Kid und Conan drin standen, sondern Shinichi und Conan Edogawa. Das heißt, Kaito Kid hat sich, nachdem quasi die ganzen Luftbefeuchter wieder ausgestellt wurden, als Shinichi Kudo verkleidet. Unglaublich krass. Damit ist natürlich erstmal der Verdacht weg, ja, dass Kaito Kid überhaupt da ist. Aber das ist schon mal sehr, sehr witzig und es kommt nämlich noch dicker in den Spoilern 1120. Nicht nur, dass Hakuba ein extrem genialer Detektiv ist, was wir unter anderem Villa Abenddämmerung oder halt auch in den ganzen Magic Kaito Fällen und Anime-Episoden gesehen haben, ja, sondern er ist ein verdammter Fuchs. Unter anderem haben sie es hier quasi so gehandhabt, weil Shinichi war ja Kaito Kid, Kaito Kid war also Shinichi und Conan muss ihm quasi alles wieder, ich sag mal, vorsprechen, ja, vorsagen mit seinem Stück Transpose, also so ein bisschen Lip-Sync-mäßig, wie halt auch Conan, wie er manchmal im Falle, wenn Agasa da ist und Kogoro nicht da ist, einfach Agasa benutzt, um den Fall zu lösen. Er ahmt dann die Stimme von Agasa nach. Agasa muss dann so ein bisschen die Lippen bewegen, dass alle denken, dass Agasa den Fall aufgeklärt hat, beziehungsweise aufklärt. Und das ist auf jeden Fall das Kernelement bei dem, was quasi da noch passieren soll im Kapitel 1120.
Unter anderem wird dann natürlich Shinichi erstmal angemeckert von Sonoko und von Ran nach dem Motto: Warum hast du uns bzw. mir, Ran, deine geliebte Freundin, nicht Bescheid gegeben, dass du hier am Start bist und kommst? Und jetzt kommt's, ja, Kaito Kid natürlich komplett verwirrt. Conan hat dann nochmal die Kurve bekommen, indem er quasi natürlich wieder mit seiner Stimme, mit seiner echten Stimme, Shinichi quasi nachgeahmt hat, also sich selber. Das heißt, Kaito Kid musste natürlich wieder die Lippen bewegen. Und er hat einfach gesagt, er konnte ihr nicht Bescheid sagen, denn immer, wenn er in Rans Nähe ist und ihr Gesicht sieht, ja, möchte er einfach nur an Rans Seite bleiben, für immer. Und dann kann er sich quasi nicht mehr auf den Fall konzentrieren, beziehungsweise auch nicht mehr die Fälle lösen, die er aber zu lösen hat. Eigentlich mega süß, ja, nach dem Motto, ich kann einfach mich nicht anmelden, ich kann gar nicht so viel Zeit mit dir verbringen, denn wenn ich in deiner Gegenwart bin, bin ich nur bei dir, ich will für immer bei dir sein und deshalb kann ich meiner detektivischen Arbeit nicht mehr nachgehen. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Komplimente in ganz Detektiv Conan. Also da hat Gosho Aoyama auf jeden Fall schon mal einen fetten rausgehauen. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht das Highlight in diesem Fall, ja, sondern etwas Krasseres. Sonoko gibt hier nämlich Props an Shinichi, dass er sich quasi weiterentwickelt hat, ja. Wann gibt Sonoko mal Props? Denn Sonoko hat immer eine spitze Zunge und schießt ab und zu mal natürlich immer so ein bisschen freundlich, aber halt mit der spitzen Zunge gegen Shinichi, aber natürlich auch gegen Conan. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Krassesten. Er quatscht die ganze Zeit, also Shinichi aka Kaito Kid mit Hakuba, während Hakuba probiert, alles aufzuklären. Und das sind natürlich Schlussfolgerungen, die Kaito Kid nicht so ganz versteht, beziehungsweise nicht so ganz folgen kann. Demnach hat er extreme Schwierigkeiten und dann passiert etwas. Er verplappert sich, verspricht sich, macht etwas falsch. Und dann denkt sich Hakuba, hä, Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Irgendwie passt die Mimik, ja, von Shinichi gar nicht zu dem, was er redet, ja, zu dem, was er sagt, was ist hier los. Also hat er die Hand genommen, auf Conans Mund gelegt und dann einfach gefragt, Shinichi, bist du wirklich Shinichi? Wie geil ist das denn? Nach dem Motto, was das alles zu bedeuten hat. Also überlegt mal, er hält die Hand auf Conans Mund, ja, und fragt Shinichi, bist du wirklich Shinichi? Damit ist nicht nur gefragt, ob er weiß, dass Kaito Kid Shinichi ist, weil er ja auch weiß, dass Kaito Kid sich verkleiden kann, sondern halt auch zeitgleich, dass Conan mit Shinichi unter einer Decke steckt, okay? Das würde natürlich auch wiederum erklären, beziehungsweise aber auch deuten, dass Hakuba Conan nicht nur für ein kleines Kind hält, sondern für weitaus mehr. Nichtsdestotrotz, und hier beginnt so ein bisschen, das Spekulieren, vielleicht ein Theorieansatz, wo wir ein bisschen interpretieren können. Es gibt ja viele Charaktere, die anzweifeln, dass Kogoro irgendwie seine Fälle im Schlaf löst, und es gibt Leute, die wissen, nicht unbedingt, dass Conan Shinichi ist, aber die wissen bereits, dass Conan eigentlich dafür zuständig ist, ja, dass Kogoro die Fälle im Schlaf löst, beziehungsweise immer die entscheidenden Hinweise gibt. Das gibt schon in Detektiv Conan. Und Hakuba könnte auf jeden Fall in diese Liga aufgestiegen sein. Vielleicht sogar noch weiter realisiert er, dass er in Wirklichkeit Shinichi Kudo ist, ja. Das wäre auf jeden Fall ein richtig fettdickes Ei. Was man natürlich fairerweise sagen kann, wird Gosho Aoyama das hier droppen oder wird er so einen typischen Ausflug wie immer haben? Wenn irgendwas Krasses passiert, neigt Gosho ja oft etwas zu entkräften. Das heißt, irgendein Witz wird gemacht, irgendwas Dummes passiert, wie zum Beispiel bei dem ständigen Liebesgeständnis von Heiji oder dem Versuch, dann passiert einfach irgendein SWAT-Einsatz, einer wird abgelenkt, einer hört nicht zu, einer verkleidet sich, irgendwie so eine Sachen. Und hier könnte er sich natürlich direkt wieder so rausmanövrieren. Aber wie gesagt, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und Kern, der natürlich den ganzen Fall, aber natürlich auch die ganze Story innerhalb von Detective Conan verändern könnte, ja? Also zum einen zweifelt er ja an, dass Shinichi Shinichi ist. Zugleich packt er aber Conan ins Team von Shinichi aka Kaito Kid. Da ist natürlich die Frage, was hat Conan mit Kaito Kid zu tun? Warum arbeitet Conan mit Kaito Kid zusammen? Die viel wichtigere Frage ist, warum arbeitet Kaito Kid mit Conan, einem Kind, zusammen, ja? Wo er doch eigentlich Sachen klauen will. Die haben ja eigentlich gar keine Bezugspunkte. Und das ist die Frage, die wir uns ja alle stellen sollten. Und ich glaube, tut mir leid, und ich glaube, dass man einen guten Weg finden könnte, um Hakuba
etwas zu geben, was viele Charaktere in Detective Conan nicht haben, und zwar diese glasklare Sicht, dass er vielleicht für sich herausfindet, Moment mal, Kaito Kita hat sich als Shinji verkleidet, aber dass er vielleicht auch noch herausfindet, dass Conan in Wirklichkeit zuständig ist, die Fälle gelöst zu haben für Kogoro. Das halte ich unter anderem für realistischer, als dass er herausfindet, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist. Aber ich glaube, dass wir in diesem Falle diesmal keinen typischen Rückzieher von Gosho Aoyama haben. Also ich bin schon der Meinung, dass etwas, was ich hier angedeutet habe, passieren wird, ja. Nach dem Motto Hakuba Time to Shine, ja, nach 17 Jahren Comeback sein Vater. Und das, meine lieben Leute, möchte ich nochmal kurz mit einer Sache unterstützen. Ich habe ein Video gemacht über den wichtigsten Fall von Conan Edogawa, beziehungsweise Detective Conan. Man sieht doch, meine Brille ist beschlagen, weil ich immer reinatme. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das Ding ist, Gosho wurde gefragt, was ist sein Lieblingsfall? Und er hat gesagt, ja, Black Bunny's Club, weil, ja, Shinichi, beziehungsweise soll, beobachtet werden. Amuro aka Burm hat den Auftrag von Rum bekommen, sich an Shinichi zu heften. Er soll ins Haus einbrechen, Informationen sammeln, und dann wartet Chuichi Akai. Und beide erhalten sich dann quasi die Pistole ins Gesicht. Das war quasi so eine Trap-mäßig. Und ja, dann gab es diese berüchtigte Tee-Party, wo wir immer noch nicht wissen, was ist rausgekommen, weil er sollte Informationen über Shinichi sammeln. Er muss Rum irgendwelche Informationen geben. Aber eigentlich ist er auf der guten Seite, und das wissen ja auch die anderen. Also, wo sind wir jetzt quasi? Und ich weiß noch ganz genau damals, als es rausgekommen ist, ich glaube, das waren die Spoiler, das Kapitel 1 von beiden, dachten alles wäre so ein April-Scherz. Und ungelogen, in dieser Community-mäßig, in der sich Detective Conan so befindet, so amerikanisch-mäßig, französisch, ein bisschen international, gab es extrem wenig Leute, die auf irgendwelchen Kanälen, egal ob in Form von Foren oder YouTube oder sonst was, eine Meinung dazu haben, ja, und die auch preisgeben. Viele sind ja für sich, was aber auch völlig in Ordnung ist, was ich auch feiermäßig. Aber da war ich zum Beispiel auch einer der Einzigen, eigentlich sogar der Einzige, der sich öffentlich dazu bekannte, dass es kein April-Scherz war und dass es passiert ist. Und jetzt kommen wir zum viel wichtigeren Punkt. Dann wurde Gosho gefragt, warum ist es der wichtigste Punkt? Weil er davor auch eine lange Pause hatte. Er war lange im Krankenhaus und der musste sein Comeback machen. Und deshalb hat er sowas Krasses eingestreut. Die Party wird sich natürlich auch irgendwann auflösen, wird sich auch irgendwann aufklären. Aber die Frage ist, was ist dabei rausgekommen? Und das ist ja auch noch eine Sache, das wissen wir bis heute nicht. Aber es wird natürlich in Zukunft aufgelöst. Und jetzt hatten wir wieder eine extrem lange Pause. Ja. Und Gosho kommt mit einem Comeback. Hat er natürlich schon getan. Wir haben Shinichi, auch wenn es quasi nur ein Fake-Shinichi ist und macht die Motto so Fist of Lucifer mäßig, wo Kid einfach Shinichi genommen hat, ja. Und halt Hakuba-Comeback nach 17 Jahren. Die Frage ist, setzt er da noch einen drauf und lässt Hakuba irgendwie daran partizipieren, ja, dass Conan irgendwie gelüftet wird, dass seine Identität aufliegt, dass Conan zu Kogoro zugeordnet wird, dass er hinter Kogoro steckt oder sogar mehr, dass er vielleicht herausfindet, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi Godor ist und dass Shinichi aka Conan mit Kaito Kid zusammenarbeitet. Und dann natürlich auch die Frage, warum, weshalb, wieso. Da steckt auf jeden Fall extrem viel Potenzial drin und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Gosho Aoyama das in den nächsten Kapiteln auflösen lassen wird, ja, oder auflöst. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, und was passiert vielleicht noch zwischen Ran und Shinichi alias Kaito Kid. So, meine lieben Leute, das waren auf jeden Fall meine Gedanken. Das waren auf jeden Fall krasse Spoiler. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, falls es dann weitere Spoiler geben wird zum Kapitel 1121. Ihr wisst, ihr kriegt auf jeden Fall dazu wieder ein Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr keine Informationen zu Detective Conan und anderen Animes mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Und falls ihr Leute kennt, wo ihr sagt, ey, yo, die gucken Anime, aber die interessieren sich nicht für Detective Conan, schickt die ganzen Videos hier weiter und probiert ihn mal so ein bisschen zu Detective Conan zu bringen, ja. Weil Detective Conan ist ein cooler Anime. Auch natürlich unabhängig von mir, YouTube-mäßig. Packt euch eine DVD rein, ladet ein paar Leute ein und probiert den Leuten Detective Conan näher zu bringen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, als großartiger Detective Conan-Fan, so wie ihr es auch seid. Ich küsse eure Herzen, bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.